So, dann schließen wir mal die Kammer des Schreckens auf. So, ein erster Rad. Wo ist es? Eins, was auf dem Boden steht. Naja, na, das ist ja mal nicht toll. Der erste, was auf dem Boden steht, ist ein Klapprad, was ich sehe. Aber ist ja egal, wir fangen an. Klapprad. Oh Mann, das muss ich jetzt erstmal freibuddeln, ey. Oh. Sieg. Das ist auf alle Fälle das Klapprad. Das zeige ich euch jetzt, das stelle ich euch oben vor. Fax oben auf den Tisch und dann gehen wir einmal drum rum und schauen uns mal genau an. Mit, komm! So, da ist er wieder, der Tommy. Und jetzt haben wir das Rad hier oben. Es ist ein Klapprad. Schaut mal hier, so sieht das aus. Ich zeig's euch kurz. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein Klapprad. Nicht mehr, nicht weniger. Einfach nur ein Klapprad. Und nicht mal das. Es ist gar kein Klapprad. Es ist ein Stecker. Das sieht man hier an diesem wunderschönen Ding. Ja, man schraubt es auseinander. Und dann wird das hier in zwei Teile geteilt. Man kann das Vorderteil abnehmen oder wieder ranstecken an das Hinterteil. So sieht das aus. Bezeichnet K3000. Ob das Karstadt-Marke war, keine Ahnung. Kaufhof, Karstadt, Kakerlaka, was auch immer, ist egal. Auf alle Fälle ist es eine geniale Form, eine geniale Farbe, voll so ein Neongelb ist es. Total eingestaubt hier, wie man sieht. Ne? Also Jungs, erwartet nicht, dass die Räder hier neu geputzt werden oder was. Na, so weit kommt es noch. Nein, ihr bekommt das so dreckig, wie es ist, aus dem Keller, aus dem Fahrradladen. Und Eingang hattet mit Rücktrittbremse. So, Schutzblech ist dran, der Kettenschutz sozusagen ist dran. Ja. Diese Stahlarmatur, schöne weiße Pedale von Weco. Ja, was gibt es noch zu sagen? Nett verchromte Bleche, fette Kastenform. Toll, fantastisch. Dynamo von Union, Lampe vorne und hinten, ob es funktioniert, vielleicht ist es oxidiert wieder, es hatte funktioniert, das kann ich nur, so viel kann ich nur sagen, das weiß ich nicht, sind beide da und beide angeschlossen, die schöne Lampe hinten ist auch erhalten, wunderbar, fetter Sattel. Und K3000, das Klapprad 3000, vielleicht heißt das auch einfach nur. Die Bremsbeläge habe ich erneuert, wie man sieht. Ja, sind noch ein bisschen eng dran hier. Muss man nochmal nachstellen. Ansonsten ist die Kakerlaka-Bremse auch hier. Aber ein guter Bremsweg, immerhin. Schlecht nicht. Ja. Die nette kleine Klingel. Wir gehen nochmal auf die andere Seite und schauen uns das auch nochmal von der anderen Seite an. Der stabile Gepäckträger. Mega stabil. Mega stabil. Was ist das? T-M-N-O-P-Q-R-S-T? N-O-P? Schöne kleine Klingel hat es auf alle Fälle. Sieht geil aus. Und die klingelt. Ja, im Grunde genommen ist es jetzt schon 20 Zoll. Natürlich, luftbereift, natürlich. Fahrradständer ist dran. Den haben wir auch nicht so oft, aber hier ist er bei. Ja. Speichenschloss. Aber ohne Schlüssel, kein Schlüssel. Jo, zum Zustand. Die Reifen sind alt, sind original, sind porös, aber halten Luft. Ja.
Jetzt sei mal gesagt. Wie gesagt, Licht weiß ich nicht mehr, ob es funktioniert. Bremse müsste nochmal eingestellt werden. Das ist der Zustand auf alle Fälle. Es fährt. Rücktritt funktioniert. Vorwärts funktioniert. Das ist doch schon mal auch viel wert. Jo. Und es gab, glaube ich, hier noch ein Problem. Die lässt sich nicht mehr lösen. Da steckt fest. Die Mutter da oben dreht durch. Also mit anderen Worten, man müsste dieses wunderschöne Plastik hier aufbrechen und dann an der Mutter direkt lösen. Dann ist es kein Problem. Aber man müsste es halt kaputt machen. Das wollte ich bisher nicht machen. Ich wollte es immer so verkaufen, günstig. Ne, dafür. Ja, ich möchte mal sagen, ich wollte immer 100 Euro dafür im Laden haben. Wenn es einen Fuffi bringt im Netz, bin ich zufrieden. Da bin ich natürlich überhaupt nicht zufrieden. Aber es ist schon in Ordnung. Dann sind eben, ist eben der Einkaufspreis ist gedeckt und das war's. Leider nicht mehr die Bremsbeläge, die ich erneuert habe oder diverse andere Arbeiten, die ich dann durchgeführt habe, wie den Dynamo wieder zu richten und so. Hat ja auch alles Zeit gekostet. Aber das ist natürlich dann nicht mit drin. Ein Fuffi soll es aber mindestens bringen. Also Jungs, strengt euch an. Ja. Schön bieten, immer fleißig bieten. Ich meine, was sind 50 Euro für so ein Rad? Und ihr könnt im Sommer voll durchstarten, seid voll hip mit dem Ding. Also das ist ja der Trend des Sommers 2018. Klappräder. Der Trend in jedem Sommer in Berlin. Eigentlich ein total unnützes Fahrrad. Damit kannst du zum Bäcker fahren, ein paar Schuppen holen und das war's. Du kannst keine langen Touren damit machen. Aber es sieht cool aus, ne? Und was will man machen? Hauptsache, sieht cool aus. Das ist es von mir für heute. Der Sattel ist ja auch ganz fesch. Was für eine Pelle. Ja. Also mich hat sie getragen. Ja, ich habe 115 Kilo ungefähr. Und mich hat sie getragen. Also keine Angst. Auch schwere Männer dürfen darauf. Hält zwar nicht lange, aber hält erstmal. Sieht cool aus für eine Fahrt. Also, Jungs, denkt dran, bieten. Immer fleißig bieten. Und wenn ihr wollt, wie gesagt, wenn ihr das Video gesehen habt und ihr wollt informiert werden, abonniert einfach den Kanal. Ich stelle immer wieder neue Räder vor. Immer mal wieder, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, stelle ich die Dinger vor und werde die dann ins Netz ballern. Und die könnt ihr dann bei eBay kaufen. Denkt dran, bieten, bieten, bieten. Geht ab 1 Euro los, das gute Stück, und läuft durch. Definitiv, es läuft durch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich nehme es nicht vorher raus. Auch nicht, wenn es nur 20 Euro bringt. Naja, dann habe ich halt Pech gehabt. Ich habe ja schon viel erlebt bei eBay. Also ich möchte das Ding einfach nicht einstellen müssen, die Gebühr bezahlen müssen und dann drauf sitzen bleiben. Seid so fair, kommt das Ding dann auch abholen. Ja? Also wirklich. Weil Versand wird sich da wahrscheinlich nicht lohnen für euch. Ich meine, Versand würde wahrscheinlich kosten 40 Euro, wie für jedes Rad. Irgendwie über Hermes. Habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob das da billiger ist, weil es ein kleineres Rad ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das Rad 40 Euro kostet der Versand. Und seid so fair, wenn er kauft, wenn er bietet, dann holt es bitte auch ab. Ja, das ist eben die Geschichte, die Bedingung. Ich biete den Versand an, das ist überhaupt kein Thema über Hermes. Denkt dran. Es muss noch mal kurz überarbeitet werden. Ich mache es jetzt nicht mehr, weil für den Preis kriegt es einfach nicht gebacken. Also das ist Quatsch. 50 Euro. Ich habe ja schon Fuffi bezahlt für einen Einkauf. Das ist ja Blödsinn. Das mag ich nicht. Ne? Also, bis später. Wir sehen uns morgen. Denkt dran, Kanal abonnieren. Denkt dran, ja, sagt es weiter. Sagt es euren Kumpels, wenn ihr jemanden kennt, der so ein Rad braucht. Soll er sich gerne melden. Soll er die Anne kaufen? Hiermit schließe ich. Bis dann. Ciao.